Voller Hoffnungen, voller Erwartungen starten wir demnächst an das neue Jahr und du mal an diesen neuesten Vlog Gesundheit mit der CMCM. Wo stehst du? Wo willst du hin? Und was brauchst du, für du hinzukommen? Im Prinzip wirst du dann was kennen und du weißt auch wahrscheinlich schon, was dein Ziele sind, die du dir vorgeholt hast für das neue Jahr. Hier aber nur noch meine drei wichtigsten Punkte, für das du auch ganz, ganz sicher genau da kannst, wo du willst. Du kannst das! Nee, ich bin okay von den Motivationsspeaker, die in überall im Moment gesagt haben, was ich meine, du mal das, du kannst das. Und das, was du musst, das, was du dir vorhältst, das sollst du dann auch können. Das heißt, es geht immer darum, sich etwas vorzuholen, wo ihr wirklich ganz große Chancen auf der Folge schaut, auf wen sich praktisch auch sicher ist, dass ihr ihn packt. Von heute auf morgen, viermal vor Sport machen, all der clean zu essen, das ist schwer, das ist richtig schwer und durch die Chancen nicht wirklich gut. Samstags morgens 30 Minuten Triple gehen. Meines Abends etwas Gesundes kochen, dünnstes Abends mit einem Freund, mit einer Freundin an die Yoga-Kur gehen. Das sind Sachen, die sind realistisch und da stehen die Chancen relativ gut, dass du es packst. Das heißt, hol dir immer etwas vor, was du wirklich bald zu 100% packen muss. Beispiel, meines Abends etwas Gesundes kochen. Fäng just mal meines Abend an, präpariere das, sieh dir etwas raus, was willst du essen und was hast du Lust. Dementsprechend gehst du ankaufen und meines Abends kochst du genau das. Koch vielleicht sogar ein bisschen mehr, wie das, was du von Hunger hast. Und dann hörst du vielleicht auch noch etwas für dünnstes Mittes oder dünnstes Abends. So musst du denken, so musst du in die Sache rübergehen, weil mehr machen kannst du immer. Fäng mal klein an, sieh dir den Erfolg, hol dir den Erfolg und hol dir auch das Gefühl von Erfolg, eine Bestätigung, dass du wirklich im guten Weg bist. Und dann musst du mehr und du baust das Step by Step ab. Aber nimmen so weit, wie es dann auch immer Spaß macht. Und das bringt mich dabei mein zweiter Punkt, Balance. Was meine ich mit Balance? Es muss dir Spaß machen, du musst Lust drauf haben und du musst vielleicht sogar richtig Bock drauf haben, ob das, was du dafür hältst, ob das, was du willst. Wichtig ist, seine Balance zu finden zwischen Spaß und Effektivität. Klar ist natürlich, wenn du dir vorgeholt hast, aufzuholen und du gehst nur trippeln, 20 Minuten, da wirst du nicht weit umher kommen. Wenn du aber nur Stress reduzieren willst und da gehst du trippeln 20 Minuten an der Busch an frische Luft, dann wirst du dein Ziel erreichen. Wichtig ist also, dass du auf der engen Seite Spaß drin hast, dass du wirklich Bock drauf hast, ob das, was du willst, hast. Und auf der anderen Seite musst du dich natürlich auch bei deinem Ziel bringen, weil du hast ja nicht unbedingt Lust, zu viel Zeit zu investieren und du kannst nie irgendwo un. Hier gibt es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten. Vor allem für sich zu bewegen, gibt es ein ganz Panoplie von Sachen, die du kannst machen. Also du kannst schwimmen gehen, du kannst trippeln gehen, du kannst Yoga machen, du kannst Fitness machen. Du kannst auch Punkte Ernährung zum Beispiel da in Online-Kurs zulegen. Du kannst da ein Buch kaufen, wo da erklärt wird, wie du gesund kochst. Vielleicht auch Thema Meal Prep, was dir dann hilft, auch mehr effektiv zu sein an der Küche. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dir genau das heraus, wo du Lust drauf hast. Und da musst du natürlich gucken, ist es effektiv. Bringt es mich genau dahin, wo ich will. Und dann hast du die richtige Balance, für hierher erfolgreich zu sein. Du hast etwas von, was du kannst. Und du hast etwas von, was dir Spaß macht, wo du Bock drauf hast. Also kannst du nur bei dem dritten Punkt kommen, Verbindlichkeit zu schaffen. Wenn du dir vorgeholt hast, laufen zu gehen, aber laufen seht ihr nicht wirklich etwas, und das kahl, und das nass, und das zu warm, und das heu, und das do. Und dir fallen schon ein paar Excusen an, für nicht laufen zu gehen, dann ist laufen nicht dein Weh. Wenn aber nur laufen interessant für dich ist, dann hol dir ein Kollege, ein Freund, eine Freundin, und geh mit dem zusammen an eine Laufgruppe. Dummer da verschärfst du dir eine gewisse Verbindlichkeit, weil wenn du immer dann Boot hältst, die wird dich ein Kermatt sehen, wenn du keine Lust drauf hast. Also so kannst du dir Verbindlichkeit schaffen. Das ist ein immens, immens wichtiger Punkt, den auch vorher mein Kerl eine gewisse Dosierung verlangt. Ein anderer Punkt wäre zum Beispiel, du hältst auf vier, meines Abends etwas Gesundes zu kochen. So, das müsste dann nur ein paar Mal. Aber für dir eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen, evitierst du einfach deine besten Kollegen, Freunde, Freundinnen für Weekends bei dir zu essen. Das heißt, meines Abends kochen, das ist dein Training. An der Weekends, wenn du Leute auf Besuch hast, da das der Match, den du spielen musst. So schaffst du kleine Verbindlichkeiten und auch so eine kleine Challenge, aber wenn du das kannst, aber wenn du Lust drauf hast, dann kannst du auch ruhig die Verbindlichkeiten angehen.
Ein kleiner Schritt mehr weit gedurcht, da gibt natürlich auch ein bisschen mehr strikt Maßnahmen, die ihr kann holen. Zum Beispiel, du willst gerne 5 Kilo aufholen, du hast deine Deadline gesagt. Genau den Tag willst du 5 Kilo mehr leicht ziehen. Was müsste? Du überweist deinem besten Kollegen, deiner besten Freundin 500 Euro auf ein Konto. Aber wenn du bis dem Moment eben so viel aufgeholt hast, wie du das als Ziel gesagt hast, kriegst du zu einem. Wenn nicht, dann überweist du bei einer wohltätigen Organisation, zum Beispiel bei Televi, da sind zu fort, du hast deine Challenge nicht gepackt und du hast gleichzeitig auch etwas Gutes gemacht. So schaffst du Verbindlichkeiten, so misst du da ein bisschen Druck und das ist auch gar nicht so falsch, wenn du in der Weber bist, dein Ziel zu erreichen. Der Trick da, für sich Verbindlichkeiten zu schaffen, der gibt da relativ viel. Wenn du zum Beispiel deine Lieblingsserie hast, du darfst nicht mehr deine Serie gucken, wenn du um Training wärst. Belohn dich mit etwas. Immens wichtig für eure Motivation, Belohnungen nehmen alle gute Gehe und drehen es positiv. Das heißt, wenn du etwas musst, was dich nur in dein Ziel bringt, dann belohn dich direkt mit etwas, was dir gut geht. Ein anderes Beispiel. Du willst gerne den Weekend richtig gut essen gehen, du weißt aber, das passt nicht wirklich an meinen Plan, also hältst du dafür, ich gehe nicht mehr essen, wenn ich einen Tag über meinen 10.000 Schritt gegangen bin. Verschafft dir kleine Verbindlichkeiten, das gibt auch so eine kleine Challenge, aber für allem belohn dich. Belohn dich direkt, sobald du etwas gemacht hast, was dich mir noch bringt, bei deinem größten Ziel. Du kennst dich am besten. Also sehr froh und kreativ, wenn du deinen Plan schaffst, für dein Ziel zu erreichen. Das wären also meine drei Punkte. Du kannst das, auf was hast du Lust, und da verschafft er kleine Verbindlichkeiten. Mach dir einen Plan, was ist realistisch, wie kannst du dahin, was genau musst du machen, was ist der Prozess, wie du hinzukommen, hast du Bock drauf, und dann leh los. Leh direkt los, wenn da wirklich wichtig ist, du hinzukommen, da wirst du auch den Weg gehen. Das wäre von mir, mit meinem Vlog Gesundheit. Ich wünsche dir am neuen Jahr genau den Moment, wo du bei deinem Ziel ankommst. Genau den Moment, auf den du hier schaffst, den wünsche ich dir. Und ich wünsche dir natürlich eine ganz, ganz gute Gesundheit. Halt dich alle gut fit am Montag, an der Form. Bis dann.